So, darf ich Herrn Bose und Frau Vossler, darf ich Sie alle nach vorne bitten? Frau Steiner, ja, Entschuldigung. Ich gebe Ihnen, ja, hallo nochmal. Hallo. Es freut mich sehr, dass Sie alle drei hier sind heute Abend, dass wir diesen Film überhaupt zeigen durften als Vorabpremiere. Das ist, glaube ich, wirklich ein spannender Thriller. Das werden Sie jetzt alle bestätigen können. Was ich mich gefragt habe, ist, wie Sie auf die, oder vielleicht auch, kann man auch fragen, wer auf die Idee gekommen ist, einen Film zu machen über eine Doppelagentin zum 30. Jahrestag des Mauerfalls. Ich habe mal, mir ist so eine Assoziation gekommen, ich hatte mal eine Kollegin, die noch ein Kind war, als die Mauer fiel, die aufgewachsen war in Ost-Berlin im Schatten der Mauer, und sie sagte mir mal, als die Mauer dann plötzlich verschwand und irgendwie dieses geschützte Areal weg war, habe sie das zunächst mal als bedrohlich empfunden. Noch, wie gesagt, so als Kind, ich glaube noch nicht so ganz Teenager. Und in so einer Situation ist ja eigentlich die Protagonistin auch. Das ist für sie, was für alle anderen toll ist, eine Befreiung ist für sie eine Bedrohung. Und das fand ich interessant. Also wie kam es dazu? Ich habe gleich mal weiterverwiesen an Sigge Steiner, die Autorin, die sich die Geschichte auch ausgedacht hat. Deshalb würde ich sagen, du sagst erstmal, wie du drauf gekommen bist, ne? Ja. Ja, also es war auch jetzt die Frage des Stoffs. Ja, also das war ein Kollege, der die Idee hatte, und das war auch genau das, was Sie sagen, hat mich sofort fasziniert. Irgendwie alle, also ich kannte auch die Wende immer nur als ein freudiges Ereignis. Und ich fand das wahnsinnig spannend, eben mal die Perspektive von den Leuten, das ist natürlich eine extreme Figur, das ist klar, denen aber die Existenz flöten geht, die Angst haben um ihre Existenz. Und also ich liebe Spionagefilme, und ich fand es auch toll, dass es eine Frau war, auch das war schon Michels Idee. Und eben dieser Konflikt, weil dieser Konflikt zwischen diesen familiären Gefühlen, die man hat, und der Ideologie, diese Entscheidung, das ist ja irgendwie dieser ganze Wahnsinn eigentlich auf so eine persönliche Geschichte gebracht, der da gab. Ich meine, wenn man sich heute überlegt, der Kalte Krieg, ich meine, das ist uns ja irgendwie, das finden wir ja absurd eigentlich. Und wenn man sich damit beschäftigt, was da irgendwie für Lügen verbreitet wurden, was auch in den USA irgendwie die Kommunisten, also was da für eine Hetze war, also was da für eine Wut aufeinander da war, und man fragt sich jetzt ja, for what? Also. Ja. Ich fand übrigens den Kalten Krieg schon damals irgendwie verrückt. Ich bin, glaube ich, etwas älter. Aber vielleicht ist das nochmal ein schönes Stichwort, weil Sie gesagt haben, so den Antikommunismus. Wenn man sich frühe Filme anguckt über Agenten, etwa aus den 50er Jahren, gibt es eine ganze Menge Filme, die so auch in dieser McCarthy-Ära gedreht worden sind. Da gab es mal so eine ganze Welle von amerikanischen Filmen, die sich mit kommunistischer Spionage, kommunistischer Unterwanderung beschäftigt haben. Und das sind natürlich absolut, da sind diese Agenten sind absolute Feindbilder. Die werden dargestellt wie Gangster. Das kann man wirklich sagen. Also das Gangster-Klischee, das aus der schwarzen Serie kommt, aus dem Krimi, wird quasi auf Agenten dann auch übertragen. Und hier haben wir irgendwie ein ganz anderes Bild. Also wir haben schon mal eine kommunistische Doppelagentin als Protagonistin. Und es ist auch wirklich, glaube ich, eine starke Frauenfigur, das haben Sie schon gesagt. Und wir fühlen ja mit ihr. Also sie wird uns doch irgendwie als Identifikationsfigur auch angeboten. Ist das eine neue Art, eine andere Art, über Spionage zu erzählen jetzt, als zur Zeit des Kalten Krieges oder vielleicht auch noch die letzten 20 Jahre? Ich glaube, es auch geht auch ja an Sie. Ja, ja. Ja, es ist vor allem eine neue Art, über die Wende zu erzählen oder über Ost und West. Also Spionage, klar, irgendwie, es ist jetzt, also mir war gar nicht so wichtig, welche Position ich einnehme oder welche Haltung ich habe. Für mich war zum Beispiel Markus Wolf in seinem Metier ein fantastischer Spion sozusagen, also ein genialer Mensch, ein Profi, ja. Und das ist irgendwie, also ob das jetzt irgendwie jetzt eine DDR-Spionin war oder eine West-Spionin, im Endeffekt war mir das gar nicht, also mir war es schon wichtig, weil ich fand es spannend, eben mal eine andere Perspektive zu erzählen. So.
Aber das hat gar nicht so viel mit Spionage zu tun. Ich glaube eben, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, mit Gundermann fing das ja auch schon an, so diese eben zerrissenen Persönlichkeiten, die ambivalenter sind, weil die Sachlage war ja auch ambivalenter. Das ist ja nicht so schwarz-weiß. Ja. Ich kann auch noch was dazu sagen. Als Silke zusammen mit dem Michael Dreher zu mir kam, um über den Stoff zu sprechen, als ich das gelesen habe, war ich gleich total geflasht. Deswegen, weil es ging... Es ist ja eine Geschichte zum Mauerfall, oder es geht um den Mauerfall. Und man hatte schon ganz viele Geschichten dazu gesehen. Und mit einem Mal war das was total Neues. Nämlich nicht die Geschichte von, wie der Westen sagt, oh Gott, und der Osten sagt auch, oh Gott, und wie kriegen wir das alles hin? Sondern mit einem Mal war das etwas... Und alle haben sich am Ende gefreut, auch mit den ganzen Dingen, die dann, oder Problematik, die das beinhaltete, sondern es war mit einem Mal eine Perspektive von einer Agentin, für die war der Mauerfall was total anderes. Das war irgendwie so, habe ich gedacht, wow, genau. Und in Berlin, das ist ja die Frontstadt gewesen, das ist ja die Stadt der Spione und der Lienicker Brücke, der Übergabe von Spionen und so. Und das dann in Berlin zu erzählen, also das fand ich einfach so toll, so eine völlig neue Sicht nochmal auf diesen Mauerfall, der aber trotzdem nicht erzählt, was es trotzdem auch ausmachte. Und das fand ich eben eine gute Kombination. Ja, ich glaube, das ist wirklich, wirklich was Neues. Vielleicht auch nochmal eine Frage zu diesem Spionagestoff. Also mich hat es so ein bisschen erinnert an eine Serie, eine amerikanische Serie, The Americans, weil sozusagen diese Zerrissenheit zwischen einer privaten Existenz, zwischen Familie, zwischen ganz persönlichen Bindungen, kann wahrscheinlich auch das große Wort der Liebe benutzen, und einer Loyalität gegenüber einem politischen System, einer Entscheidung, die man mal getroffen hat, und einer Branche, kann man glaube ich sagen, oder einem Beruf, in dem diese Unehrlichkeit irgendwie dazugehört, also, oder die es eigentlich ausmacht, würde ich fast sagen. Hat das irgendwie eine Rolle gespielt? Oder ist es ja auch eine andere Art, mit Spionage umzugehen, als wir das in den älteren Geschichten haben, wenn man an, weiß ich nicht, Spy Who Came In from the Cold oder so, ja. Die haben ja in dem Sinne kein Privatleben, diese genau. Leute. Genau, das ist das, was ich auch irgendwie interessant fand, dass es eben ein Mensch war, so. Also mit diesem Konflikt, den man hat. Und das ging auch, es gibt ja eine sehr bekannte die war keine Doppelspionin, die war eine Spionin, eine Ostspionin, Johanna Olbrichts oder Sonja Lüneburg, die hat für Markus Wolf bei der FDP wurde sie immer so eingeschleust und die hat ein ganz spannendes Buch geschrieben, auch eine Biografie und da spürst du schon auch den Menschen, wobei sie bis zum Ende, also sie ist dann auch in die DDR zurückgekommen, weil es eine Gefahr drohte, was ja unsere Saskia nicht macht, die entscheidet sich ja eben für ihre Familie. Die hatte aber auch keine Familie. Also die hat es wirklich konsequent so gelebt. Und diesen Menschen zu sehen hinter dem Spion, das hat Americans gemacht. Ja. Genau. Mhm. Und das fand ich da auch immer ganz toll. Weil wenn die Kinder dann damit reinkommen und diese Gefühle, das Einzige, was ich viel schwerer hatte, war, dass sie nicht zu zweit waren. Das ist bei The Americans natürlich gut. Ja. Weil sie kann mit niemandem drüber reden. Und das war natürlich immer schwierig zu zeigen. Oder auch dann in der Inszenierung für Sven, also, oder für die Schauspielerin dann auch irgendwie, dass man versteht, was will sie gerade, was fühlt sie gerade. Ja, das heißt immer in der Drehbuchentwicklung, glaube ich, innere Konflikte kann man eigentlich nicht zeigen. Ne? Also die sind wahnsinnig schwer zu inszenieren. Und gut, es gibt ein paar äußere Konflikte, glaube ich, durch die Maulwurf, also ohne diesen CIA-Chefermittler, der da sozusagen hingeschickt wird, würde es, glaube ich, nicht funktionieren. Ich habe noch mal eine ganz andere Frage, die auf einer ganz anderen Ebene liegt und die, glaube ich, an Sie geht, Herr Bose, als Regisseur. Es sind ja irgendwie auch noch mal tolle Reinszenierungen von 89. Also wenn ich an die Demo auf dem Alexanderplatz denke, ja, vom 4. November. Also ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, im heutigen Berlin nochmal das Jahr 1989 auferstehen zu lassen. Damit meine ich jetzt nicht die Autos oder so, die kann man bestimmt irgendwie arrangieren. Aber so eine Szene, also wie diese Massenszene, wie macht man das?
Naja, es ist dem einen oder anderen wahrscheinlich aufgefallen, das war ja eine Kombination aus real gedrehtem Material und Doku, ne? Den Originalaufnahmen, die damals, glaube ich, jemand auf 35 mm mitgedreht hat. Und dann haben wir uns irgendwann dafür entschlossen, weil wir wussten, okay, wir können es, sag ich mal, von der Manpower jetzt nicht herstellen, da irgendwie 1000 Komparsen irgendwie klar zu machen. Dafür war das Geld nicht da. Es war tatsächlich auch schwierig, überhaupt die Entscheidung zu fällen, drehen wir jetzt original am Alexanderplatz mit unseren Leuten, weil da ist überall Werbung, die ganzen Autos, und haben dann noch überlegt, ob wir das da so an der Ecke machen, wo auch dieser LKW stand. Und haben uns dann schließlich aber dafür entschieden zu sagen, wir machen die großen Bilder mit dem Originalmaterial, setzen da wie bei Forrest Gump so unsere Protagonisten rein. Und den Rest haben wir dann tatsächlich Luftlinie 100 Meter entfernt auf so einem verlassenen Parkplatz gedreht, bei dieser Ruine, die da gegenüber vom Haus des Lehrers steht. Das ist also nicht am Originalschauplatz gedreht. Richtig, ja, also 100 Meter weg. Ja, gut, ich meine, klar, dass die digitale Technologie macht vieles möglich, ja, was vor genau 20 so Jahren, glaube ich, wirklich noch nicht gegangen wäre. Ich hatte gerade, vorhin haben wir im Thalia gut bei Lenin gezeigt, und da gibt es ja diese Szene, wo der Lenin dann irgendwie abtransportiert wird mit dem Hubschrauber, und das war, glaube ich, digital extrem schwer zu machen. Ja, sie haben es auch erst tatsächlich real versucht, sind dann aber am Wetter und technischen Defekten gescheitert, sodass sie das dann digital nachinszenieren mussten, aber das war zu der Zeit, also 2003, glaube ich, ist der Film, wahnsinnig schwierig noch. Ja. Ja, für uns, also es gibt ja noch so ein paar, sage ich mal, ikonografische Bauten, wie das ICC zum Beispiel oder ja. Den Alexanderplatz natürlich mit dem Fernsehturm. Das außenrum kann man dann teilweise Filmturm wegblenden. Was wirklich in Berlin gar nicht mehr funktioniert, ist die alte Bausubstanz von Ostberlin, also vom Prenzlauer Berg zu erzählen. Saniert einfach, ja. Das ist, genau. Ja. Mhm. Und da waren wir, oder Checkpoint Charlie zum Beispiel war auch schwierig, und das haben wir so Special Interest mäßig hier in den Studios in Babelsberg gedreht alles. Danke. Also den Checkpoint, das wurde alles gebaut und dann die Hintergründe digital erweitert, ja, und die Ost-Berlin-Szenen, wo sie so über die Straße läuft und die Autoverfolgungsjagd, ist auch alles im Studio gedreht. Okay, spannend, ja. Gut. Okay, ich bin ganz sicher, Sie haben auch Fragen, Sie haben vielleicht Kommentare. Ich sehe da hinten was, ich weiß gar nicht, haben wir irgendwie ein Mikro, sonst würde ich, ja, ich würde es mal irgendwie rumbringen. Hallo, ich habe zwei kurze Fragen, und zwar, am Anfang habe ich nicht verstanden, da nimmt sie ja erst das eine Medikament und dann noch eine andere, so eine vergammelte Pille. Sie ist ja so gut im Verstellen, um da so eine Pseudomigräne zu inszenieren. Also entweder bin ich zu blöde, oder was hat sie da erst für ein Medikament genommen und was soll die vergammelte Pille anschließend? Das ist sozusagen ein Gift und ein Gegengift. Das war, sage ich mal, wurde auch kontrovers diskutiert bei uns, offen gestanden. Ich glaube, wir haben uns dann dafür entschieden, das zu machen, um, sage ich mal, so eine Art von Professionalität irgendwie zu zeigen. Also, dass man sagt, sie veranstaltet dann nicht so ein Schauspieler-Schmierentheater, sondern die haben dann eben, wenn es drauf ankommt, irgendwie Mittel, die einen gewissen Zustand simulieren, dass man bleich wird, dass man verschwitzt ist oder so. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt hier im Kino, müsste es sich eigentlich erzählen. Aber es ging uns darum zu sagen, okay, man kann natürlich sagen, mir geht's schlecht. Man kann aber auch so aussehen und wirklich Symptome haben, als würde es einem wirklich schlecht gehen, um, sage ich mal, die Legende auch wirklich glaubhaft zu machen. Und in dem Sinne hat sie sich erst was reingepfiffen, damit es ihr schlecht geht, und danach hat sie was genommen, was, sage ich mal, die Symptome wieder gelindert hat. Ah gut, hatte ich nicht geschnallt. Danke, war ich zu doof. Und, nee, aber das bestimmt nicht. Und die muss man davon ausgehen, dass die Original-Saskia, durfte die in der DDR weiterleben, oder wurde die auch schön beiseite und ist irgendwo verscharrt worden? Naja, das ist, ja, also tatsächlich war das Ganze mal als Serie geplant, und da haben wir die Original-Saskia, da hatten wir dann eine Tochter von der Original-Saskia, die, also das war aber, das ist fiktiv, ne? Also das ist irgendwie, das hatten wir uns für die Serie ausgedacht, dass es da, dass die einen Autounfall hatte und ihre Tochter irgendwann nach der Wende möchte sie irgendwie ihre Großeltern besuchen, und das ist dann nochmal eine Bedrohung, die auf sie zukommt. Das haben wir jetzt irgendwie, weil wir mussten ja eh sehr kürzen,
Das haben wir jetzt sozusagen einfach vernachlässigt. Was ist mit der passiert? Na, wobei nicht richtig vernachlässigt, das wird ja gesagt. Und sie fragt ja genau explizit, um was ist dann, wenn die nochmal auftaucht. Und das haben wir extra auch so stehen lassen. Also man könnte sich schon vorstellen, dass wenn das so bis ins letzte Detail geplant ist, wird genau dies auch nicht mehr dem Zufall überlassen werden. Und deswegen werden da Mittel und Wege gefunden worden sein, diese Frau irgendwie an die Seite zu schaffen. Ich kann da noch was Reales zu sagen, weil ich habe das schon auch recherchiert. Das ist immer so ein bisschen die Frage, irgendwie, was ist die Wahrheit und was nicht. Es gab ja diese Fälle, also von diesen, das haben die ja gemacht. Also die Leute, die aus der BRD übergesiedelt sind in die DDR, kamen eben erst in so ein Auffanglager für eine sehr, sehr lange Zeit. Und dann wurde geguckt, ob man deren Identitäten benutzen kann. Und da gab es zum Beispiel eine Frau, die war danach in der Psychiatrie, also die war psychisch irgendwie krank in der DDR und da ist zum Beispiel nicht klar, irgendwie hatten die da ihre Finger im Spiel, damit die nicht mehr zurückkommt oder damit die nichts mehr weiß oder wäre die das sowieso gewesen? Also das ist so die Frage, wie weit sind die gegangen? Die waren ja nicht immer zimperlich, ne? Also. Zimperlich waren sie ganz sicher nicht, wobei ich keinen Fall wüsste, der bekannt wäre, dass jemand gezielt umgebracht worden ist für so eine Doppelexistenz. Ja. Also und da ist es offen, ne? Also und auch nicht umgebracht, sondern ja, genau. Ja, Sie haben ja anfänglich über Spionage und Kalten Krieg gesprochen. Ich war etwas frustriert, als Sie sich fast darüber totgelacht haben. Ich habe ja nur gesehen, dass also dort zwei Morde passiert sind, die also Sache der Justiz sein müssten. Ähnlich hat man es ja heute auch noch. In dem Fall Khashoggi oder neulich ein Tschetschene in Berlin, der ermordet worden ist, das ist ja nun gar nicht mehr zum Lachen. Das ist die Fortführung des Kalten Krieges und das, finde ich, ist überhaupt nicht zum Lachen. Und das fand ich etwas befremdlich an Ihrer Bemerkung. An meiner? Oder? Ja, an Ihrer, ja. Wo habe ich mich totgelacht? Ich müsste es mir nochmal eben erklären, das habe ich nicht verstanden. Ja doch, ich fand es befremdlich, dass Sie darüber so gelacht haben. Sie haben gesagt, Spionage oder Kalter Krieg, das war der Anlass für Ihre Bemerkung. Nee, also da haben Sie mich, glaube ich, falsch verstanden. Ich habe gesagt, wir fanden das damals schon absurd in den 80er Jahren. Also ich komme aus Westdeutschland und wir sind damals auf die Ostermärsche gegangen, weil wir diesen Kalten Krieg für völlig absurd gehalten haben und weil wir der Meinung waren, dass er in einem atomaren Inferno enden kann. Also wir waren sehr, sehr besorgt und sehr auch, wir hatten auch Angst davor, dass das in einer Katastrophe endet. Und wie wir heute wissen, ist es zweimal, nämlich im Rahmen der Kuba-Krise und einmal Anfang der 80er Jahre, auch fast so weit gekommen. Da haben Sie mich, glaube ich, wirklich falsch verstanden. In diesem Film gab es zwei Morde. Und ein Mord ist eine Sache der Justiz und hat also schon gar nichts mehr mit normaler Spionage zu tun oder Doppelagenten. Das haben Sie doch deutlich, der letzte Mord, der dort passiert ist an diesem Amerikaner, war ein völlig sinnloser Mord. Sie haben dann also schnell noch die Geschichte mit dem KGB von dieser Mitarbeiterin dort mit eingeflochten. Und da hört das Lächerliche ja total auf. Also ich gebe das mal weiter. Weil ja. Nee, ich glaube, es geht da gar nicht um lächerlich, also beziehungsweise es geht ganz bestimmt nicht ums Lächerliche, weil man will ja da, sage ich mal, schon existenzielle Nöte bei allen Figuren auch erzählen und nimmt die auch ernst. Ja, sonst, glaube ich, müsste man sich für ein anderes Genre entscheiden. Und ich denke, in dem Fall, was dann da genau passiert, ist man natürlich auch ganz schnell bei der Frage, was für ein Genre das ist als Film. Und hier ist es eben so, dass man schon einfach wusste, man möchte einen Film machen, der mit gewissen Elementen spielt, die jetzt nicht nur dem Drama verschrieben sind, also dass man sagt, man macht das alles sehr authentisch und realistisch, war natürlich
der Anspruch, aber dahinter war eben auch noch, man möchte so einen Thriller erzählen. Und zu einem Thriller gehören natürlich auch gewisse Fallhöhen, Wendungen, Überraschungen und dann eben hier und da, wenn es sich, sage ich mal, vom Storytelling anbietet, auch ein Mord. Ja, das ist ja ähnlich wie bei Krimis oder bei einem Tatort oder so, da sagt man ja auch, da werden teilweise in einem Tatort irgendwie 10 Leute umgebracht oder so. Und das dient dann aber in dem Fall natürlich einfach der Tatsache, dass man sagt, man will halt auf eine bestimmte Art und Weise eine Geschichte erzählen und da gehört es dann manchmal einfach dazu. Und ich denke, so in dieser Art muss man das auch einordnen bei dem Film. Vielleicht noch einen Satz dazu. Also Krimis oder auch Agenten-Thriller sind, glaube ich, immer auch Filme, ist ein Stoff, wo es um Werte geht, also wo es darum geht, was ist gerecht, was ist ungerecht, kommt jemand durch mit einem Verbrechen oder nicht. Also es geht immer auch um eine Vergewisserung von Werten in einer Gesellschaft. Da haben diese Stoffe so an sich. Und ich würde jetzt diesem Film, glaube ich, wirklich nicht unterstellen, dass er damit irgendwie spielt oder dass er Werte vertritt. Also dass er etwa zum Beispiel diesen, wie Sie völlig sehr zu Recht sagen, sinnlosen Mord am Ende, dass er den billigt oder so. Das glaube ich, also das habe ich nicht so empfunden, sagen wir es mal so. Natürlich nicht, dass der Regisseur das nicht billigt, das will ich ihm gerne abnehmen. Aber das führt ja in den Bereich des billigen Kriminalfilms, wie Sie es inszeniert haben. Ja, das liegt im Auge des Betrachters natürlich, aber das ist ja, zu sehen, aber dann werden sie auch an den ganzen Krimis, die jeden Tag rauf und runter gesendet werden, im Fernsehen wenig Freude haben. Ne? Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen? Danke. Sie hatten eingangs erwähnt, dass die Idee zu dem Film auf den Rosenholz-Dateien oder Rosenholz-Akte beruht. Woher kommt der Name Rosenholz? Also das hieß damals nicht Rosenholz, es war einfach die Agentenkartei, die hat jede Spionageabteilung natürlich, die müssen irgendwo aufschreiben, wer sind unsere Doppelagenten und so weiter. Und die kam dann, man weiß nicht, das ist eben diese große Mysterium, wie die in die Hände der Amerikaner kamen, diese Datei, das weiß man nicht. Die CIA hat da irgendwie... Die lanciert so ein paar Sachen, aber es ist nicht gesichert. So. Und die wurde dann erst, als sie, ich glaube, 92 in die BRD zurückkam, oder in die BRD ins Gesamtdeutschland dann, und dort auch veröffentlicht wurde, dort wurde es dann Rosenholz genannt. Warum, weiß ich leider auch nicht. Die Aktion, das zurückzuholen, hieß, also Operation Rosenholz, das wurde so genannt. Und so hat dann dieser Name, die haben dann die Datei bekommen. So. Danke. Weil die Amerikaner wollten die erst, also das war, ja genau, die wollten die erstmal nicht zurückgeben. Oder das war nicht so, dass die sofort bekommen haben. Erst haben die das ausgewertet und so weiter, genau. Also ich hätte das jetzt nicht gewusst als Historiker. Schön, dass, toll, dass Sie das wissen. Aber das... Wir hatten einen Fachberater am Start. Herrn Müller-Enbergs, ja. Hat uns da beraten und auch deswegen wissen wir auch diese ganzen Geschichten. Ich meine, dass solche Operationen alle irgendwelche Namen haben, das ist, glaube ich, das ist einfach so. Ja. Und die sind zum Teil sehr absurd. Ich sage jetzt mal ganz laut, in Bremen gibt es bei der Shakespeare Company eine Serie aus den Akten auf die Bühne. Und das erinnert mich jetzt so daran. Und da finde ich, da ist der historische Hintergrund. Und das erinnert mich jetzt so auch, jetzt, wenn ich Ihren Film gesehen habe, den ich sehr interessant finde. Wollte ich nur noch mal eben einwenden. Aus den Akten auf die Bühne. Hochinteressantes Projekt, finde ich. Ja, gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen? Sonst würde ich sagen, wir hatten jetzt ein langes Festival. Es hat am Mittwoch begonnen, interessanterweise auch mit einem Dokumentarfilm, in dem Markus Wolf
kurz zu Wort kam, nämlich Novembertage von Marcel Ophüls. Er macht dort, finde ich, überhaupt keinen guten Eindruck. Also er kann sich dort nicht gut in Szene setzen. Ganz anders, finde ich, als in diesem Film, in der fiktionalen Form. Aber da schließt sich in gewisser Weise jetzt für uns auch ein Kreis. Ja, ich danke Ihnen nochmal allen, dass Sie gekommen sind. Natürlich besonders Ihnen, dass Sie zur Verfügung gestanden haben für das Gespräch. Allen, die sich an der Diskussion beteiligt haben, alle, die einfach nur hier waren. Ja, und damit endet die zweite Ausgabe von Moving History. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Applaus